Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen News-Video vom Dragodia, ja, Minecraft-Server mit Bungee-Cord und so weiter. Und ihr seht es, einen komplett neuen World-Generation für die Story-Welt. Wie schreibe ich das am besten? Wie zeige ich euch das am besten? Wenn ich jetzt das schreibe, dann haben wir hier noch keine Boarding. Da auch noch nicht. Okay, es ist einfach eine andere Welt, sozusagen ein Bungee-Cord-Server. Das heißt, komplett einen anderen Server. Aber ihr könnt da immer dann schön in diese Welt gelangen, wo wir im Kreativ-Modus wir OPs bauen werden. Und ja, diesen World-Generator hier mit den großen Bäumen und so weiter umbauen werden. Ja, das mache ich gerne auch im Livestream. Da könnt ihr gerne dabei sein, dürft Sachen wünschen. Dürft zum Beispiel NPCs erstellen lassen, die in der Geschichte auch eingreifen und so weiter. Schreibt mal in die Kommentare, wie gerne ihr eine gute Story sehen wollt. Das muss natürlich sehr viel Spaß machen. Es ist ja Minecraft und nicht gerade ein neues Rollenspiel oder so. Oder ein Adventure-Game. Es gibt sicher Features. Es werden zum Beispiel Rätsel kommen, Suchspiele, Kämpfe und so weiter mit so NPCs. Und wow, sieht das mal hammer aus. Ich werde jetzt einfach kurz ein bisschen reden und ja, im Part ein bisschen herumreisen. Und ja, ich mache mir schon die ersten Überlegungen, weil das sieht dann natürlich ganz anders aus. Ja, zu Zurücksetzungen kann es natürlich geben. Ist ja auch klar, das ist ein World Generator, der ein bisschen aufwendiger ist. Aber sollte dann auch stabiler laufen und so weiter. Ich bin ja gerne am Bauen und im Kreativmodus kann ich mich sicher sehr gut auslassen. Und die Motivation stimmt eigentlich auch. Also, wenn wir genügend Zeit uns nehmen, dann jo, haben wir da richtig viel zu machen. Und vielleicht gibt es ja auch dann irgendwann mal so ein Bauteam, der für die Story wählt, dass natürlich Inventar getrennt ist und so weiter. Dann zur Verfügung ist. Zum Beispiel die Ersten, die die Story durchspielen, den Endboss besiegen oder so. Nein, natürlich darf da jeder Baumeister dann sicher auch gerne helfen in dieser Welt. Ist klar, dass die anderen Welten da nicht so frei zur Verfügung sind, aber das ist ja eher ein Sicherheitsproblem. Also jetzt eines, ja, du darfst nicht, weil du so heißt oder so dich einsetzt, sondern eher, ja, wer arbeitet, bekommt bei uns auch Belohnungen über und wer viel zockt, der natürlich auch, ist ja auch eine Arbeit. So, schau mir gerade eben dieser World Generator an, den ich noch nicht so kenne. Okay, sind alles Schafe und hier haben wir einen Eisbaum, okay, sehr interessant. Da ist wahrscheinlich einfach die Blätter abgefallen und dann alles vereist irgendwie. Und hier haben wir auch diese Blumen. Es ist noch ein bisschen scheinbar, ja, bis die Welt generiert wurde von den Spielern und so. Vielleicht noch ein bisschen laggy. Und wenn es zu viel Probleme macht, können wir auch den normalen Weltgenerator nehmen und einfach alles umbauen, dass es natürlich auch wieder anders aussieht. Mal ein bisschen noch testen. Es ist alles noch in den Kinderschuhen. Es sind neue Programmierer sozusagen, die Plugins machen. Und ja, sie haben jetzt bis jetzt nur einen Server, glaube ich, gemacht und waren auch noch ein bisschen auseinander. Also kennen sich noch nicht so lange. Da können manche Sachen natürlich auch noch ein bisschen schlechter laufen. Aber das wird sich alles legen und bin so zuversichtlich. Ich habe so viel geplant und ja, bin ja jetzt momentan auch an einem anderen Spiel dran, an einem Minecraft-ähnlichen Spiel, wo einfach auch mehr in die Story gehen kann als Minecraft. Da tut man den Ender Dragon töten und das Spiel ist fertig. Das will ich ja jetzt nicht unbedingt auf dem Server dann immer wieder erleben müssen. Deshalb machen wir die Story-Welt, damit ihr irgendwelche Sachen auch zu erleben habt, die wirklich sehr interessant sind, zum Genießen sind und zum herausgefordert werden.
Je nachdem, also wir werden natürlich nicht ganz so extrem schwierig anfangen. Wir wollen es ja auch nicht unbedingt so schwierig haben, dass es niemand schafft, sondern eher so mit Story und halt mit Rätseln ein bisschen schwieriger machen als mit Monster. Falls es halt gewollt wird, können wir immer noch irgendwelche Dungeons machen, die wirklich hardcore sind, wo ihr dann auch sterben werdet oder so. Aber das kommt dann wahrscheinlich alles. So lange irgendwas gewollt wird, können wir es auch einladen. Hier haben wir so ein Pilzbiom. Gut. Savanne. Jo, mit dicken. Das sind, glaube ich, Affenbrotbäume. Und hier haben wir Terraform Generator Biom. Madibok Biom. Okay. Sehr interessant. Wow. Jo. Und eine Wüste haben wir auch. Also wir haben alle Biome eigentlich in der Nähe, ja. Sogar Mangrovenwald. Nein, das ist ein Dschungelbaum. Okay. Aber Mangrovenwald wird sicher auch irgendwann mal kommen. Die Wüste hat sehr viele Kakteen. Okay. Ziemlich geil. So, wenn es jetzt gerade ein bisschen schneller geht, können wir auch noch ein bisschen schneller machen. Also ich weiß nicht, ob Bungee Cord halt auch ein bisschen Probleme macht mit diesem Zurücksetzen von bestimmten Chunks, aber ja, das könnte man sicher auch noch ein bisschen verbessern. Irgendwie geht das schon. Hier ist eine Palme, cool. Also was alles noch ein bisschen unfertig aussieht, wird dann wahrscheinlich schon ziemlich schnell fertig sein. Wir haben ja auch ein Backpack bekommen, also einen Rucksack. Und ja, wir haben noch andere Sachen bekommen, die ich gar nicht auswendig weiß. Aber zum Beispiel haben wir auch ein neues Home-System, ein Teleportationssystem mit NPCs, eben die Möglichkeit, NPCs zu spawnen und so weiter. Wir gehen mal zum Spawn, wenn das geht. Geht gerade hier nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie man rüberkommt. Wahrscheinlich mit Server. Lobby, genau. So. Und hier haben wir eben diese NPCs schon. Die kann man nicht schlagen. Ja, man kann sie schon schlagen, man wird teleportiert. Nochmal. So, ja, man kann zum Beispiel hier auch nicht drin stehen, man wird rausgeschoben. Und eventuell können sie sich bewegen, haben wir Animationen. Das muss man alles noch extra einstellen. Und hier kommt wahrscheinlich die Farmwelt hin. Und dann wird die Insel auch größer gemacht, wenn noch mehr Teleporter sein müssen in die verschiedenen Welt. Also hier die Story geht noch nicht natürlich, ist noch offline. Aber die Welt existiert schon. Und deshalb. Jo, sehen wir weiter. Ich werde jetzt wahrscheinlich täglich von dieser Welt streamen. Und ihr könnt live dabei sein, wie ich die Story gestalte. Ihr dürft uns mithelfen, entscheiden zuerst einmal, dann vielleicht mitbauen oder jo. Oder auch, ja, so ziemlich viel Großes entscheiden. Was ihr denn wollt, es muss ja euch allen gefallen, oder? Und Glowing, okay, die leuchtenden Tintenfische. Eine schöne Insel, wow. Komm, generier wieder. Also die World Generation ist gerade hier nicht so gut. Also das werden wir noch ein bisschen verbessern. Ja, jetzt. Eine Pyramide. Lol. Wie überraschend. Eine große Pyramide. Soll ich mal kurz spoilern, was hier drin ist? Das interessiert mich jetzt allzu sehr. Kommt auf den Server, spielt die Story, dann werdet ihr es erfahren. Da auch. Ziggurat. Und ist das jetzt ein? Nein, das ist auch wieder Dschungel, oder? Oh, schade. Aber was ist das für ein Biom? Geh mal weg. Das ist Wüsten, gehört zum Wüstenbiom. Okay, und ein Teig. Oh, ein schöner Teig. Mesaberg. Krass. Ist aber auch noch Wüste. Tafelberg, okay, das ist jetzt Mesa. Nice. Wow. Das ist jetzt wirklich super schön. Also,
Da werden wir Mühe haben, es noch schöner zu machen, aber mit eurer Hilfe können wir uns natürlich immer mehr verbessern. Und ja, vielen lieben Dank an das Team, das Plugins entwickelt. Es ist schon, ja, ein bisschen größer. Es kommen immer wieder neue dazu. Und wenn ihr auch programmieren könnt, könnt ihr dem Team gerne joinen. Wir haben noch viel zu tun, viel zu erreichen. Jo, auf jeden Fall. Oh, okay, noch ein Gerippe. Von einem Wal vielleicht. Wow, das ist ja der Hardcore. Mal kurz ein schönes Bild machen. So. Wunderbar. Dann, Dankeschön fürs Zusehen von diesem Video. Ja, wenn ihr Lust habt, dürft ihr gerne ein bisschen in die Kommentare schreiben, auf den Server joinen. Steht alles unten in der Videobeschreibung und ich denke auch in den Kommentaren dann. Jo. Wow, ein Dorf oder so. Mit zwei Kamelen? Wow. Okay, was ist denn das? Eine Kirche? Wo ist der Eingang? Gibt gar keinen Eingang. Ah, da. Doch. Toll, also wirklich toller Generator. Applaus an das Team, was den World Generator gemacht hat. Aber die Touren gehen, ja, doch, die legen halt einfach noch ein bisschen die langsamere World Generation. So, ja, weg, Katze. Ein paar Loots drin, die jetzt nicht gerade so gut sind, aber. Ah, ja. Schön. Also dann, tschüss, Dankeschön fürs Zusehen und fürs Mitmachen. Und ja, wir sehen uns ja wahrscheinlich wieder. Tschüss.